Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu Thalassa. Wir werden ein weiteres Mal hinabsteigen in die Tiefsee und versuchen, die zahlreichen Rätsel zu lösen, die dort in dem versunkenen Wrack zu finden sind. In der letzten Folge, und ich werde versuchen, es etwas zusammenzufassen, ist Folgendes passiert. Wir haben Dienst getan als Taucher auf einem Expeditionsschiff. Dieses Schiff wollte ein vor 300 Jahren gesunkenes Schatzschiff, weiß ich nicht, eine Galeone, Galeere, eine Fregatte, irgendeine Form von Zweimaster, glaube ich, bergen und die zahlreichen Schätze mit ihm. Dann bei einem schicksalshaften Tauchgang ist leider unsere vermutlich Love Interest, also auf jeden Fall mehr als eine Freundin, ist vor unseren entsetzten Augen ertrunken, weil sie eingeklemmt war zwischen einem Wrackteil. Und dann, ja, mussten wir das mit ansehen. Wir standen so dermaßen unter Schock, dass wir für kurze Zeit das Schiff verlassen haben, an Land gegangen sind. Und das Schiff ist dann ohne uns wieder ausgelaufen und hat versucht, wieder die Bergung aufzunehmen, dieses versunkenen Zweimasters. Und dabei, auf dieser Fahrt, ist dieses Schiff selber dann gesunken. Und wir befinden uns gerade im Wasser auf diesem Schiff, was nun mal gesunken ist. Und befinden uns quasi auf einer Rettungsmission wäre wahrscheinlich etwas zu optimistisch ausgedrückt, aber auf einer Mission, um herauszufinden, was hier eigentlich geschehen ist, und tauchen deswegen jetzt hier. Hier sieht man besser, dass es sich um ein versunkenes Wrack handelt. Und das ist dasselbe Schiff, auf dem wir eben vorher noch Dienst getan haben. Und wir finden hier ganz viele Hinweise, was könnte alles passiert sein. Ich gehe mal hier so ein bisschen auf das Heckdeck. Ist das das Heckdeck? Und da sehen wir hier, wir sind unter Wasser. Da oben ist unser Schiff, mit dem wir hier sind. Da sitzt unser einzig verbliebener Freund, der auch mit uns vorher auf diesem Schiff als Taucher oder als Tauchkoordinator gearbeitet hat. Mit dem alleine sind wir hier zurückgekehrt und wollen halt gucken, was ist hier geschehen. Dann ist es bei diesem Spiel so, dass man diese zahlreichen Hinweise, die man findet, zusammensetzen, kombinieren muss. Dazu geht man hier auf Rätsel. Und da sehen wir so verschiedene Puzzleteile, so Fragmente. Und ich kann mal einfach hier draufklicken, weil das können wir, glaube ich, schon lösen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel Vorfall im Büro. Ein großer Fleck an der Wand in Eriks Büro. Was ist hier passiert? Auslöser ist der Fleck. Und wir haben uns diesen Raum angeguckt. Und jetzt muss ich hier gucken, aus diesen zahlreichen solchen Hinweisen, was ist das passende Gegenstück? Und das ist natürlich das kaputte Tintenfässchen. Und jetzt gehe ich auf Hinweis kombinieren und habe Inspektor Sherlock Niels dieses Rätsel gelöst. Jetzt gehen wir auf Schlussfolgern. Und dann ist das hier durch und jetzt erscheint es hier so als gelöst. Diese blubbernden Kacheln, das sind noch ungelöste Rätsel, für die uns aber noch Hinweise fehlen. Die müssen wir suchen. Also, das ist so ein weiterer Aspekt des Spiels und ich mag das sehr. Ich hatte das einfach mal ausprobiert, weil ich gar nicht genau wusste, was uns erwartet, und war dann wirklich sehr, sehr angetan. Jetzt will ich einmal zurückgehen in den Raum, aus dem wir gerade gekommen sind, weil hier habe ich noch gar nichts untersucht, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. So, jetzt öffnen wir mal hier den Schrank als erstes und gucken mal, was hier noch ist. So, das Game etwas leiser machen, Nils spiegeln und etwas größer machen. Alles klar, pass auf, gar kein Problem. Das mache ich einfach selber, das Spiel ist ein bisschen laut. Mal. Sagt mal gerne, wann es passt. Ich hoffe mal, mein Mikro. Ich weiß nicht, ob mein Mikro. Check, check, check. Ist das hoffentlich nur mein Mikro? Das andere müsste der Sound sein. Ich hoffe mal, das passt. Und ich soll ein bisschen größer. So. Und dann soll ich mich noch spiegeln. Sagt ihr. Warte. Wäre das vermutlich dann. Schade! Das, ja, das ist es wohl nicht gewesen. Warte. Dann machen wir erstmal so. Oh, jetzt bin ich ja gigantisch! Ne, so groß wollte ich mich aber nicht haben. Ich senke mich wieder hinab. Huch. So. Warte. So müsste aber gehen, oder?
Ist das jetzt richtig? Ist das so, wie ihr wolltet? Sagt mal im Chat, ob es so ist, wie ihr wolltet. Weil jetzt gucke ich ja wahrscheinlich, wenn ich nach links gucke, in den Monitor rein. Das müsste ja wahrscheinlich das sein, was ihr von mir wolltet, oder? Ich hoffe mal, es ist besser jetzt. So, also, lass uns gucken, was wir hier gefunden haben. Adelina, Set Julie, das soll es französisch sein, 7. Juli jedenfalls, nicht fertig. So, das können wir jetzt wieder zurückstellen. Und haben wir vielleicht einen weiteren Hinweis gefunden? Das ist halt diese Schnitzfigur. Und wenn etwas ein Hinweis ist, dann sieht man das rechts. Ich stehe natürlich jetzt exakt davor, aber ich mache mir auch ein Stück in den Raum rein, weil hier rechts dann... wo ich jetzt hingucke, da sieht man dann immer, wenn ein neuer Hinweis aufgesammelt worden ist. So, wir nehmen mal hier, gucken uns mal dieses Werkzeug an. Das ist eine Rohrzange. Auch ein Hinweis. Der Werkzeugsatz. Ah, da ist ein Schraubenzieher nicht richtig einsortiert, oder wie soll ich das verstehen? Auch ein neuer Hinweis. So, dann haben wir hier eine Büste. Seid mir hier kurz weggeflutscht. Sag gerne was zum Ton. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. So, ein weiterer Hinweis. Ein Spielzeug-U-Boot. Hier sieht man Authentic Model Kit. Scale Seafaring Crafts. Müssen wir genau aufpassen, dass wir hier nichts übersehen. Oh, das ist hier die Jacke. Wir hatten nämlich auch so eine blutbefleckte Jacke noch. Und der Wecker, auf welche Zeit ist der gestellt? Könnte auch ein Hinweis sein, wenn er auf nachts gestellt ist. Sehe ich das? Ne, obwohl der ist stehen, das ist die Zeit des Versinkens, ne? So ein Wecker wird vermutlich dann nicht mehr funktionieren, wenn er in die Tiefsee gerissen wird, sodass wir sagen können, 10 vor 2 ist das Schiff gesunken. Nehme ich mal an. Abgeklebter Wecker. Oder alternativ ist das ein Saboteur, der sich den Wecker gestellt hat, um Sabotageakte nachts durchführen zu können. Wobei ich ja finde, auf so einem Schiff würde man ja wahrscheinlich, würden die Kabinennachbarn das ja auch hören, den Wecker. Weiß ich nicht, ob das so smart ist. So, die Sachen, die hier, die haben wir alle schon angeguckt. Das hatten wir aber noch nicht. Das mechanische Teil. Das Spiel ist jetzt sehr leise. Versucht, sagt einfach lauter, leiser. Ich versuche das für euch zu machen. So, jetzt, was sehen wir hier? Das ist ein Druckventil, oder? Das sieht etwas verbogen aus. Beschädigtes Teil. Es gibt hier verschiedene Besatzungsmitglieder. Besatzungsmitglieder, also, wie sagt man? Matrosen, Schiffspassagiere, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. $200,000 Bordeaux, Grande Semaine d'Aviation, 1910, alles klar. Airplane, alles klar. Flugzeugposter ist auch ein. Alles ist ein Hinweis hier. Wir können mal kurz gucken, ob wir eventuell jetzt schon ein weiteres Rätsel lösen können. Nö, ist es nicht. Ich kann euch nochmal die Karte zeigen. So sieht dieses Schiff aus. Wir befinden uns jetzt hier hinten. In dieser Kabine. Das ist die Kabine von Thomas. Kann ich euch zeigen. Das ist Thomas. Und hier sehen wir auch eine... Wie nennt man das? Ein Beziehungsdiagramm. Wer mit wem? Also alle dienen hier auf diesem Schiff, die Thalassa, so heißt dieses Schiff, auf dem wir gerade sind. Und wir haben durch die zahlreichen Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, folgende Rückschlüsse: Kaimar und Thomas sind beste Freunde. Thomas ist der Ingenieur, ist erst 20. Und Kaimar ist der Mechaniker, also die müssen auch berufsbedingt viel zusammenarbeiten. Dann haben wir Eric, der leitet die Expedition
zur St. Catherine. Die St. Catherine ist dieses Schiff, was wir bergen wollten. Das ist Isabelle, die ist quasi die Erbin eines Unternehmens für Schifffahrt unter anderem, und der gehört dieses Schiff, was sie, glaube ich, sogar hat extra bauen lassen oder geerbt hat. Jedenfalls, es ist jedenfalls noch nicht so alt, dieses Schiff. Und ihre Tochter Maria ist auch mit an Bord. Das ist diese hier. Die Maria hasst wiederum Jessie. Jessie ist Reporterin, die mit an Bord war, und von der gibt es so diverse Audioaufnahmen überall verteilt, die sie, also Interviews, die sie geführt hat mit den Besatzungsmitgliedern. Das ist der Kapitän, der ist mit dem Koch Kadri befreundet, und irgendwas mag er aber an Jessie nicht. Das ist ganz interessant, das finden wir raus. Wir haben auch eine blinde Passagierin, jetzt wissen wir, dass sie weiblich ist. Und da können wir weitere Informationen. Jetzt wisst ihr, wer damit alles an Bord war. Genau. So, zurück zur Karte. Wir haben hier verschiedene Ebenen. Das ist Brücke, Wartungsschacht, genau. Isabels Zimmer, Marias Zimmer, das ist die Tochter. Garten, das ist die Ebene, auf der wir jetzt sind. Und dann gibt es noch hier, da seht ihr ganz unten, ist der Bauch des Schiffes aufgerissen worden von den Klippen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt, glaube ich, seid ihr hoffentlich alle ein bisschen abgeholt. Wir haben glücklicherweise einen unendlichen Sauerstofftank. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. So, was haben wir hier noch? Hier ist alles unerreichbar, verschüttet. Ich mag dieses Spiel wirklich. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und wie das so ist, na, manchmal entdeckt man dann so Perlen. Was als Taucher ja häufiger mal passiert. Kann ich hier rüber? Oh ja, aber vielleicht komme ich nicht zurück von der anderen Seite, oder? Ich habe ein bisschen Angst, aber müsste eigentlich gehen, aber ich riskiere es gerade mal nicht. Manchmal gibt es ja so Point of No Returns. Und das ist eine... Da will ich mit Sicherheit nicht runter. Look out. Oh. Alter! Krass! Okay, das war gerade die Freundin Alex, die vor unseren Augen ertrunken ist. Die hat uns gerade aus dem Totenreich irgendwie gewarnt. Also, wir haben sie schon häufiger mal so gesehen in Erinnerungsblenden, aber... Das ist jetzt der erste Moment, wo man das Gefühl hat, sie ist in irgendeiner Form noch real, weil sie hat uns ja gerade gewarnt. Oder haben wir das jetzt uns zusammengesponnen, weil wir selber irgendein Geräusch gehört haben? Achso, ich kann jetzt mich, glaube ich, schon wieder bewegen. Okay. Hallo? Dunkelheit. Lost without him. Without me. Without us to guide you. Das ist das Wrack oder Wrackteile hier. Das, oh, das ist der Motor. Beziehungsweise die, ich weiß nicht, die Antriebsmaschine, wie nennt man das? Warum, was, wie? Ja, also irgendwer hat wohl sabotiert. Die Maschine hatte irgendeinen Schaden. Der Schiffsingenieur hat wohl immer auch gesagt, er hört irgendwas. Aber man konnte das nicht wirklich definieren. Die anderen waren auch schon so ein bisschen genervt von diesen den Vermutungen des Schiffsingenieurs, dass hier irgendwas kaputt sein könnte. Viel spricht für Sabotage. Kann die aber nichts machen, oder? Was ist das? Das ist das ein Haus? Oder ist das das Schiff? Das ist ein Bullauge, oder? Okay, was finden wir da? Oh, okay. How can you find out anything? You don't know these people.
Okay, so sieht man nur die Kerzen. Okay, das ist ziemlich cool. Da ist eine Tür, darf ich da reingehen? Ja. Mach mal auf. Ich kann euch nicht sagen, ob er jetzt quasi das Boot auf den Kopf bekommen hat, also dieses Beiboot gerade, und wir jetzt in irgendeiner... in, also einen Hirnschaden haben, gerade in Ohnmacht irgendwelche Fantasien haben oder ob das real ist. Ich kann euch das nicht sagen. Also ob sie wirklich irgendwie noch mit ihm kommuniziert. Ah, der Elefant. Das ist der Scheck. Aha. Ja, ja, irgendwer wurde bezahlt. War sie am Ende vielleicht doch nicht die, für die wir sie halten? Diesen Check. Oh, das ist Bailey, unser Freund oben auf dem Schiff, von dem wir aus herabgetaucht sind. Ja, müssen wir jetzt misstrauisch werden mit ihr? Möglich. Oh, das ist das Boot hier. Das ist eine sehr unangenehme Situation. Alleine in der Tiefsee, niemand, der uns helfen kann. Genauso ist die Alex gestorben vor unseren Augen. Da lief dann ihr Tauchanzug voll Wasser. So, einen kleinen Hebel brauchen wir. Wichtig ist, dass wir keinen Riss haben im Anzug und unsere Beine nicht kaputt sind. Da rutscht das Boot jetzt runter, also jetzt kommt sie erstmal noch ein bisschen tiefer. Aber okay, das haben wir geschafft. Da habe ich Glück gehabt. Er war auch gut mit der Alex befreundet, der Bailey. Und er hat uns so ein bisschen aufgefangen, weil wir sind nach ihrem Tod komplett depressiv geworden, dem Alkohol anheimgefallen. Und er war derjenige, der versucht hat, uns in irgendeiner Form wieder aufzubauen. So, wir haben ein weiteres Werkzeug gefunden. Das brauchen wir vielleicht, um irgendwas aufzukriegen, irgendwas zu kappen. Wir müssen uns hier genau umsehen. Überall kann ein Hinweis versteckt sein. Und es ist schnell mal einer übersehen. Das ist der Teil, wo ich gerade nicht rüberlaufen wollte. Also kommen wir vielleicht auch von der Seite dahin. Aber wir haben längst noch nicht alles... angeguckt. Spuren von Holzarbeiten. Also hier wurde geschnitzt. Blechschere. Wir haben so diverse von diesen Figuren auch gefunden. So, das sind die Rohre. Jetzt ist immer die Frage, gehe ich da jetzt schon runter? Ah ja, da sind wir. Oh, warte, ist das? Ah, jetzt weiß ich, wo das ist. Da waren wir schon. Das ist das Lager des blinden Passagiers. Glaube ich. Okay, in dieser, das ist eine kleine Sackgasse. Dann gehen wir mal, gehen wir jetzt raus oder gehen wir jetzt hier weiter?
glaube, wir sollten einmal rausgehen. Und hier über diese kleine Schanze. Gesa möchte, dass ich geschoben werde. Ein bisschen nach links oder was? So? Ist es so gut? Guck mal, Gesa. Ich hoffe, es gefällt dir. So. Ach so, in die andere Richtung. Okay. Nee. Aber dann seht ihr nicht so wirklich diesen Hinweisblock, ne? Wegen des Textes. Ah, okay. Na gut. Was ist hier noch? Gar nichts. Reinlunsen. Sackgasse. Wieso kommen wir überhaupt auf die Seite, wenn hier nichts ist? Kein Hinweis, nichts. Sherlock Nils muss weiter schwimmen. Das ist komisch. Wieso geht man denn überhaupt hier rüber, wenn da nichts ist? Ich bin jetzt ein bisschen stutzig. Nicht, aber die Tür kriegen wir auch nicht auf. Ne, da ist auch Geröll davor. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich ja eigentlich da drin noch gar nicht fertig war. Ich gehe jetzt noch mal zurück, weil ich meine, dass hier noch weit... Oh, warte mal. Habe ich das Buch noch gar nicht gesehen? Hatte ich das vorhin übersehen? Siehst du, so schnell geht das. Aha. Funktionsweise des Wasserstandsmessers. Okay. Das ist ja wohl mal ein weiterer Hinweis. So ist es Grundlagen des Ingenieurwesens. Also das heißt, wir befinden, um mal kurz ein bisschen Kontext zu geben, wir befinden uns in der Kabine von Thomas und das ist Thomas und der ist halt der Ingenieur mit 20 schon beauftragt mit diesem Schiff und viele sind der Meinung, oder auch das hat auch die Reporterin immer wieder gefragt, so, ey, ist der nicht ein bisschen zu grünschnäbelig? So, wie kann der jetzt schon die Verantwortung für dieses Schiff haben? Und wenn er solche Sachen hier nachlesen muss, dann bestätigt das natürlich diesen Verdacht, dass er eigentlich noch gar nicht in der Lage dazu ist, das alles hier verantwortungsvoll zu pflegen und Entscheidungen zu treffen. So, bevor ich jetzt da rausgehe und diese komplett andere Richtung einschlage, gucken wir uns hier in diesem Raum nochmal um. Wir kamen nämlich ursprünglich dadurch, glaube ich, diese, ich weiß gar nicht, kamen wir hier von unten oder von da? Ich glaube, wir kamen von da hinten und haben hier noch nicht alles, irgendwann das Schwimmfisch uns angeguckt. Das machen wir natürlich jetzt nochmal, bevor wir woanders hingehen. Die Tür geht auch auf, das ist gut. Das ist eine Gastkabine. So, wer war denn hier? Oh, was ist das? Hier geht definitiv etwas vor sich. Die Stimmung ist angespannt wegen des Unfalls oder wegen etwas anderem. Oh, so eine kleine Detektivnotiz hier. Alex, ein tragischer Unfall. Wie ist das passiert? Das ist die Verstorbene. Tauchbesatzung hat aufgehört. Interview mit Matthias, Levelin und Cam. Das ist die Reporterin, die hier ihr Quartier aufgeschlagen hat. Isabel, wer finanziert die Expedition noch? Isabel hat, unleserlich, blablabla, irgendwas mit verloren, vielleicht ihr Vermögen verloren. Hans, schroff und reserviert, wovor hat er Angst? Hans ist der Kapitän. Eric, der Expeditionsleiter, sehr angespannt, überfordert, gebeten, blablabla, unleserlich zu untersuchen. Unleserlich, unleserlich, unleserlich. Jesse uncovered something nefarious. Irgendwas läuft hier ganz und gar falsch. Da ist noch so eine Wachswalze. Die können wir uns nochmal anhören. He's a live wire, isn't he? And he's such a good teacher. But I'm gonna need more lessons. He's just so distracting. Which is good. I could do with a distraction right now from all my other problems.
Interessant. Also, was wir bereits herausgefunden hatten, ist, dass Maria, also die Tochter von Isabel, der Expeditionsleiterin, also der Auftraggeberin, der das Schiff gehört, die mag die Reporterin nicht und die hat Pamphlete in den Schiffskörper geritzt. So wie so Teenager das halt machen, gegen sie. Vielleicht ist das der Grund, dieses missratene Interview hier. So, was haben wir hier noch? Nähzeug. Okay, ein grüner Faden. Interessant, interessant. Oh, ein Brief. Kann man den lesen? Illustrated New York News. 5. Juni 1905. Miss Linden. Unleserlich. Über die Thalassa-Expedition und die Besatzung herausfinden. Auch wenn wir eingeladen wurden, um die Ereignisse zu dokumentieren und Abenteuerreportagen zu verfassen, zählen für die Verkaufszahlen doch eher Skandale und Enthüllungen. Schauen Sie, was Sie ausgraben können. Die Besatzungsmitglieder werden sicher etwas zu erzählen haben. Denken Sie daran, dass ich in Druck gehen möchte, sobald Sie in den Hafen zurückkehren und Ihren Bericht sicher per Telegramm senden können. J.F. Chester, Chefredakteur. Okay. Also die wurden eingeladen, um die Bergung dieser St. Catherine zu begleiten und darüber einen Artikel zu schreiben. Und am Ende wollte aber der Chefredakteur hier eigentlich nur Schmieren-Theater und irgendwelche Machenschaften hier aufdenken, irgendwas Skandalöses. Und da ist ja offensichtlich auch was zu finden. Irgendwer hat hier wirklich Dreck am Stecken. Okay, das ist verschlossen. Schlüssel erforderlich, den habe ich nicht. Ist aber auch ganz schön mutig, oder? So seine Pinnwand mit den ganzen Namen drauf hier so in die Kabine. Man weiß ja nicht, wer noch Zutritt hat. Selbst wenn man abschließt, man weiß ja nicht, wer noch einen Zweitschlüssel hat für die Kabine und hier rumwühlt. Etwas arglos von der Reporterin. Okay, so, dann, was haben wir hier noch in diesen Räumlichkeiten? Da liegt noch was, ein Lippenstift. Roter Lipp. Kann man das Rote überhaupt sehen? Weil wir sind ja sehr tief und unter Wasser und da ist ja irgendwann nur noch blaues Licht. Gut, wir haben jetzt eine eigene Lampe. Weiß ich nicht, ob das noch was daran ändert. Aber normalerweise würde doch so tief würden gewisse Farben vermutlich gar nicht mehr zuzuordnen sein, oder? Wie ist das? Wer von euch kennt sich mit Tiefsee aus? Guck mal, das Tagebuch. Vermutlich von der Maria. Schöne Handschrift. Jetzt lesen wir das Tagebuch. Der Unterricht ist prima. Er ist so ein fabelhafter Lehrer. Ich könnte ihm den ganzen Tag beim Gitarrespielen zuhören, wenn wir nicht ständig unterbrochen werden würden. Dieser Fatzke sitzt ihm ständig im Nacken. Als der Armleuchter ihm die Gitarre aus der Hand gerissen hat, hätte ich ihm am liebsten angesprungen. Ständig passiert irgendwas. Die Stimmung ist echt mies. Letzte Nacht habe ich sie wieder schluchzen gehört. Ich muss ihr irgendwie helfen.
Die Rede ist von der Mutter, die geschluchzt hat. Die sind ja in einer Kabine gegenüber. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen was lösen. Fangen wir mal hier oben an. Also, die Journalistin Jessie sollte über die Mission St. Catherine schreiben, war aber wohl auf noch etwas anderes aus. Was war Jessies Sicht der Dinge? Müssen wir mal gucken. Das ist Brief des Redakteurs. Den könnten wir hier gut versuchen mal als Hinweis. Und jetzt kombinieren wir und schauen, ob das stimmt. Es stimmt. Und wir ziehen eine Schlussfolgerung. Dann nächstes. Katastrophe an Bord. Oh, das ist schon ein bisschen komplexer hier. Eine blutverschmierte Jacke mit Nadel und Faden gefunden in der Kajüte. Wer hatte sich verletzt? So, das ist die blutverschmierte Jacke, die wir gefunden haben. Das dazu passende Kleidungsstück ist wahrscheinlich die Jacke von Thomas. Und dann, wer wurde verletzt? Müsste dann ja Thomas sein. Das ist ja seine Jacke. So, das passende Werkzeug könnte... Haben wir das überhaupt? Passendes Werkzeug. Wahrscheinlich ist es das Nähzeug dann, oder wie? Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, wer hat geholfen? Das müsste dann Jessie gewesen sein. Da haben wir das doch gerade gefunden, oder? So ist es! Ein weiteres Rätsel geknackt. Wir schlussfolgern. Schlussfolgerung. Blutverschmierte Jacke mit Nadel und Faden gefunden in der Kajüte. Thomas hatte sich schwer verletzt und Jessie hat wohl seine Wunden genäht. Rätsel abschließen. Bam. Okay, jetzt haben wir noch zwei, die wir abschließen können. Aufruhr in der Messe. Laut Interview 1b mit Hans gab es einen Aufruhr in der Messe. Maria hat im Hintergrund geschrien. Was war passiert? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Warte mal ganz kurz. Das könnte sein... Beschwerden über Besatzung. Oder Kaimas Beschwerde. Diebstahl. Worum ging es da nochmal? Maria hat im Hintergrund geschrien. Also die Maria ist ja die Tochter... Das könnte der Diebstahl gewesen sein. Warte mal. Laut einem Interview missfällt es Hans, dass Jessie auf dem Schiff ist. Das Interview wird durch einen Aufruhr unterbrochen. Eine Gitarre, die im Hintergrund spielt, verstummt plötzlich. Jemand hört Maria schreien. Also entweder es ist... Warte mal. Kaima. Nee, das muss vermutlich das sein, oder? Nee, Entschuldigung, das. Ich glaube, es ist das. Hinweis auf involvierte Personen. Vielleicht. Das könnte es sein, weil ja, Maria mag sie ja nicht. Jessies Arbeit. Was könnte es denn sein? Unter Kaimas Koje lag eine leere Whiskyflasche mit Spuren von rotem Lippenstift. Wir haben gerade den Lippenstift gefunden, der vermutlich zu Jessie gehört. Also könnte es sehr gut sein, dass... Jessie hat eine Affäre mit Kaima und Maria, die Junge, ist in... Kaima verliebt und deswegen, das ist der Grund, weshalb sie sauer ist auf Jessie. Und vermutlich hat dann Jessie Maria diese Wachsrollen von Jessie geklaut, weil sie sauer auf sie ist. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was ist jetzt der Hinweis? Es könnte das sein. Es könnten mehrere Sachen jetzt sein. Wer war da? Was ist passiert? Also Maria hat geschrien, Diebstahl angemeldet. Ich weiß nicht genau jetzt, wie das...
was die von mir wollen. Was ist passiert? Also Keimer war ja auf jeden Fall da. Wie darf ich das verstehen? Ja, das wahrscheinlich passt das nicht so. Aber meine Schlussfolgerung ist ja, glaube ich, eigentlich richtig. Bin mir nicht sicher. Nee. Also, gucken wir nochmal. Laut einem Interview missfällt es Hans, also Hans ist der Kapitän, dass Jesse auf dem Schiff ist. Das Interview wird durch einen Aufruhr unterbrochen. Eine Gitarre, die im Hintergrund spielt, verstummt plötzlich und man hört Maria schreien. Ich glaube, es geht eben darum, dass Maria rausgefunden hat, ich kann mich nicht mehr genau an das Interview erinnern, dass die miteinander was hatten. Ich kann ja mal gucken, ob ich Wachswalzen 1b, Maria 1, 1c, können Sie es jetzt nochmal an und das hier, oder? 1b, ne? Nee. Hans, das war das. Können wir das nochmal anhören? Nee, man hört nur die Beschreibung. Naja, vielleicht ist es das auch nicht. Ah, es muss eigentlich das sein. Mal kurz gucken. Oder das? Vielleicht ist es auch das. Sherlock Nils! Das ist es. Marias Tagebuch war es. Sehr gut. Dann haben wir das nächste Aufruhr in der Messe. Marias Gitarrenunterricht wurde unterbrochen, als Keimer in eine Auseinandersetzung geriet. Mit wem und warum? Also Auslöser. Keimer gab Maria Gitarrenunterricht. Der Unterricht wurde von jemandem unterbrochen, der ihm immer im Nacken saß. Die Situation eskaliert und es kam zu einer Auseinandersetzung. So, ich glaube, das ist ja Konfliktursache. Das müsste es sein. Hinweis auf Reibungen ist vermutlich entweder das oder das. Vielleicht ist es das. Und wer war involviert? Eric. Sherlock Nils. Okay, sehr gut. Wir haben es, Schlussfolgern. Marias Gitarrenunterricht bei Keimer wurde von Eric unterbrochen. Sie hatten eine Auseinandersetzung in der Messe über Differenzen bei der Arbeit. Oh, wir können den Moment visualisieren. So muss es sich zugetragen haben. Keimer, I need a word. I'm busy at the moment. This is important. The repairs I tasked you with are long overdue. I am tired of having to chase... No, I did that yesterday. Well, there's no report of that. How am I supposed to know? How about trusting that I've done it? I would trust you if you weren't prioritizing everything else. And don't you think it's inappropriate to spend this much time with a child? Who are you calling a child? The only way you know how to show authority is by berating people. Hey, you're out of line. What are you doing? So muss es sich zugetragen haben. Das war jetzt sehr laut, aber da konnte ich auch nicht mit rechnen, dass es auf einmal hier so abgeht. Sorry, falls da jemandem die Ohren weggeknallt sind. Das war sehr, auch für mich überraschend auf einmal, dass das Spiel so laut ist. So, Keimer hat bei der Arbeit wohl von Eric vorgegebene Arbeitsabläufe und Regeln missachtet. So, Keimer hat
begehrt. Hinweise auf Aufmüpfigkeit. So, da haben wir hier diesen Konflikt natürlich. Das wäre ja eigentlich ein... Zack. Und Beweise. Das wäre zum Beispiel Gurte nicht festgezerrt. Vielleicht könnte es so sein. Nee, das ist es nicht. Also. Aber das ist ja erstmal... Das müsste es eigentlich schon sein. Oder das. Aber Aufmüpfigkeit, dann müsste es wahrscheinlich eher... nee. Also dann müsste das schon stimmen, aber dann wäre das vielleicht das hier. Oder das. Ja, wer weiß. Probieren wir mal das. Nee. Auch nicht. Okay, also die Hinweis auf Aufmüpfigkeit muss ja eigentlich das hier sein. Also muss ja das sein. Aber was ist denn Hinweis auf Verantwortungslosigkeit? Können doch eigentlich nur die Gurte sein. Nein, das... Oder die Whiskyflasche, aber... Naja, okay. Weil er gesoffen hat, alles klar. Und eine Affäre hatte. Es gab Beschwerden hinsichtlich Keimers Gewissenhaftigkeit und Integrität. Alles klar, haben wir das auch. Eins können wir noch lösen, derzeit. Erik stellte Nachforschung zu Isabel und den Käufen an. So, Nachforschung, genau. Erik war von Hans beauftragt worden, den Kranunfall zu untersuchen und die Ursache herauszufinden. Er sah sich Thomas' Entwurf, die von Isabel gekauften Teile und Keimers Arbeit an der Montage und Wartung an. So, Auffälligkeit, da hätten wir entweder das. Was ist dann das? Muss ja eigentlich, ne? Auffälligkeit. Was ist die Auffälligkeit? Sind... Die Nachforschung sind jetzt zu Isabel. Nee. Also, das kannst... Warte. Das geht ja um Isabel. Das hier vielleicht. Das ist eher das. Übereinstimmende Spuren. Oder? Auffälligkeit. Fehlende Dokumente. Sherlock Nils. Wir schlussfolgern. The crane broke. Isabel brought the part. She must be hiding it somewhere. Also, sie hat vielleicht minderwertige Teile gekauft. Und dadurch ist das alles kaputt gegangen. So, das ist hier die Lese- und Tagebuchschreibecke von Maria, die natürlich hier alles mitbekommen hat. Ne? Wenn die hier unter der Treppe gehaust hat, dann hat die da hinten natürlich, hier sind die Zimmer von der von Thomas und beziehungsweise hier von der von Jessie. Da hat die natürlich auch vielleicht in Jessies Zimmer die Liebeleien miterlebt. Oh, da ist noch eine Wachswalze.
breath, yourself included. Something seems to be troubling you. You seem tired, restless. I have a lot to do. Does it have anything to do with the accident? The investigation that Eric is conducting? Yeah, he's looking into that. He's a thorough and impartial man. Really? And the fact that the... doesn't concern you? Das Wichtigste ist leider... What? How dare you? I've told you before, I don't hold with gossip. It is a fact. Ask them yourself. I'd say Eric's objectivity was in question, wouldn't you? Damn it! He's supposed to be looking into Alex's death! Okay. Also. Are you all right? You look pale. Hands? Hands? Interview mit Hans. So, also Hans ist ja wie gesagt der Kapitän des Schiffes und Eric wurde ja von Isabelle als Expeditionsleiter eingesetzt und wenn Eric Nachforschung anstellen soll, weshalb der Kran, der am Ende zum Tod von Alex führte, warum der Kran gebrochen ist beim Bergungsversuch und diese Schuld bei Isabelle liegt und Isabelle wiederum mit ihm ein Verhältnis hat in irgendeiner Form, was ihn dazu bringt, sie nicht anschwärzen zu wollen, dann kann die Untersuchung natürlich nur ins Leere laufen. Möglicherweise ist Eric da gar nicht bemüht gewesen, die Wahrheit aufzudecken. Das kann natürlich gut sein. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben, was die beiden miteinander hatten. So, hier war zu, ne? Haben wir schon probiert, oder? Oder? Richtig. Warte, eben seid mir schon wieder davon galoppiert, der Chat. Genau, das war das Büro, da waren wir auch schon drin. Das da war auch zu. Hier hatten wir schon alles gesehen. Das war die Büste von Alexander. Das habe ich doch 100% schon probiert. Ah ne, genau, das ist von der anderen Seite versperrt. Das ist das Büro und hier ist auch zu. Schlüssel erforderlich. Wir müssen irgendwo noch einen Schlüssel finden. Geht sie auf? Ich muss mir merken, wo ich schon überall probiert habe. Da geht es dann nach oben. Okay, da geht's raus. So, ich glaube, hier hatten wir alles jetzt. Das war Ende letzter Folge. Da muss ich... Na, guck mal, siehst du, hier waren wir noch nicht. Das scheint mir wichtig zu sein. 29. Juni. Kein Hinweis auf die Ursache der Motorenprobleme, aber ein paar Kleinigkeiten haben nicht gestimmt. Eine Schraube hat gefehlt. Ich wünschte, der Kapitän würde zulassen, dass wir uns auf die Fehlersuche konzentrieren. 30. Juni. Ich wusste, dass da was nicht stimmt. Die Hinweise, die ich bis jetzt gefunden habe, belegen es. Okay. Liegt da einfach so rum für jedermann zum Lesen, ne? Und hier ist noch eine Schublade. Weiter zu finden. Aber gut, dass wir uns hier ein bisschen gründlicher umsehen, weil das letzte Mal sind wir hier reingekommen und da war die Folge zu Ende, da habe ich dann nicht mehr alles in Gründlichkeit in Augenschein nehmen können. Das hatte ich mir angeguckt, meine ich. Ist auch schon ein bisschen ausgegraut. Das könnte ich jetzt vielleicht durchschneiden mit meinem neuen Schneidegerät. So ist es. Sehr gut.
Da kam ich nämlich vorher nicht durch. Das heißt, ab jetzt kommen wir hier auch runter. Das ist natürlich große Klasse. Trotzdem einmal sicher gehen, dass in diesem Raum alles... Ne, da brauche ich einen Schlüssel. Entdeckt, da brauche ich einen Schlüssel. Ich glaube, hier hatten wir alles entdeckt. Wir haben ja immer noch diesen Gang da. Wir sind ja zurückgelaufen hierher. Immer schwer einzuschätzen, wo man jetzt als erstes hingehen sollte, aber eventuell ist es auch völlig irrelevant. Alles durcheinander. Da ist noch eine Wachswalze. Und ein Tagebuch. Wer hat hier sein Tagebuch für jedermann zu lesen hinterlassen? Dieser Armleuchter. Erik verbringt immer mehr Zeit mit Mama. Er ist lästig, aber sie kommt mir ein bisschen glücklicher vor. Wenn ich wirklich im Auge behalten muss, ist diese Jessie. Ich habe gesehen, wie sie Kaimar schöne Augen macht. Und er, von wegen Verlobte. Ich muss es ihm zeigen. Ich muss versuchen, ihm näher zu kommen. Aha. Wie viele Tagebücher hat die denn, die kleine Maria? So. Nehmen wir uns die Wachswalze. Aha, aha. Das ist interessant. Also, ganz klar, sie hat Geldprobleme. Und wahrscheinlich hat sie zum einen minderwertige Teile dann für den Kran gekauft, was zu der Katastrophe führte. Und eventuell ist sie auch abhängig jetzt noch von anderen Einflüssen. Oh, das ist das hier, das ist die Kapitänskajüte hier, Kapitänsjacke, oder? Von Hans. Was ist das? Ist das Tinte? Flecken. Oh, da ist noch ein Fläschchen. Heroin? Wie bitte? Da hat jemand Heroin genommen. Da können wir uns hoffentlich auch wieder durchschneiden, aber zur besseren Orientierung. Einmal noch hier alles abschreiten. Man hat schnell was übersehen hier. Das geht ruckzuck. Okay, dann können wir die Kette hier noch einmal durchtrennen. Oder, warte, wir haben hier noch zwei Rätsel. Motorarbeiten 2. Thomas und Kaimar untersuchen die Motoren, konnten das Problem aber nicht finden. Warum hatte Thomas solche Schwierigkeiten mit den Motoren? Fehlersuche, Thomas Erkenntnisse. Das könnte das sein, verdächtige Spur. Da haben wir
Das beschädigte Teil, fremdes Werkzeug, könnte es auch sein. Vermutlich ist es aber eher das beschädigte Teil, oder? Und die Beweise dazu... Ah, das könnte auch andersrum sein. Es könnte sein, dass das fremde Werkzeug... Das... Ja, schauen wir mal. Richtig! Sherlock Needs. Jemand hatte sich daran zu schaffen gemacht. Wer war an den Motoren zugange gewesen? Tja. Wer war an den... Das kann sehr gut sein. Hier haben wir noch was? Die Journalistin. Jessie sollte über die Mission St. Catherine schreiben, doch ihr Redakteur wollte, dass sie einen Enthüllungsbericht schreibt. Aber worüber? Sie wollte einen Enthüllungsbericht... Jessies Diktat, das ist es nicht. Wahrscheinlich ist es das hier. Schätze ich mal. Hinweise auf neuen Auftrag. Das müssten wir eigentlich aber auch haben. Das hier vielleicht. Wer stand im Fokus? Ja, eigentlich dann in dem Fall ja Eric, ne? Nee. Aber das... Nee, okay. Was ist, wenn wir das tauschen? Oder das hier? Hans und... Haha! Da Jessies Redakteur sie unter Druck setzte, beschloss sie, Belastendes über Isabel auszugraben. Sie stieß auf potenziell bedenkliche Informationen, die sie anspornten, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Was hat sie über Isabel herausgefunden? Tja. Plopp, haben wir das auch? So, Jessie schrieb einen Enthüllungsbericht über Isabel. Wie ging die Arbeit voran? Informationen zu Isabel. Dann hätten wir... Haben wir das jetzt gerade... Welches hatten wir benutzt? Informationen zu Isabel. Das Geheimnis. Das... Also entweder... Nee, das ist eher Eric, ne? Das... weiß ich nicht, ob es das ist. Sherlock Needs! Stark. Haben wir das auch? Kommen wir doch ganz gut voran. So, Maria hat Jessies Aufnahmen und Ausrüstung gestohlen. Warum? Was war das Motiv? Das Motiv war, weil sie verliebt war in Keimer. Das, nee, das ist eher, das müsste dann, das zweite müsste das sein. Und nee. Also das müsste ja eigentlich das sein hier. Sie mag sie nicht, oder? Das müsste ja das sein. Oder haben wir noch irgendwas anderes? Und dann müsste das ja vielleicht sein. Das vielleicht. Das, das ist, vielleicht ist das das Motiv und gar nicht die Beziehung zu Keimer. So ist es. Maria hat Jessies Aufnahmen und Ausrüstung genommen, weil sie Jessie nicht mochte und möglichen Schaden von ihrer Mutter abwenden wollte. Oh, das können wir uns nochmal visualisieren. Da schnüffelt sie herum. In dem Kasten, in dem die Wachsrollen aufbewahrt werden. Und da hat sie auch ihre Kette oder den Anhänger ihrer Kette verloren.
Da läuft alles schief, wie es bei dilettantischen Dieben nun mal so ist. In der Tasche hat sie die versteckt, okay. Hello. Okay. Aber wir wissen immerhin jetzt, wer das war. Okay. Sehr interessant. Ihr Lieben, an dieser Stelle machen wir eine Pause. Denn wir haben jetzt gleich noch einen weiteren Programmpunkt. Zack. Das ist immer noch Thalassa. Und ich mag dieses Spiel sehr, sehr gerne. Das war jetzt die zweite Folge, die etwas kürzer war. Einfach programmplanerisch bedingt. Aber wir werden das weiterspielen. Ich werde das durchspielen. Mir egal, ob ihr das klickt auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube klickt. Du weißt es nicht. Weil es mir egal ist. Weil ich mag das Spiel. Ich werde das zu Ende spielen. Und ich finde es sehr atmosphärisch und macht echt Spaß. Das ist wirklich ein schöner kleiner Titel, der mir gefällt. Das war's von mir. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder abtauchen. Detektiv Nils.